meine lieben Kinderchen da draußen. Hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Chernobyl Lead. Oh, diesmal hat es wunderbar geklappt beim ersten Mal. Wir sind hier in unserer Wohlfühloase und müssen, oh, guck mal. Müssen einen Generator bauen. Ich habe ein Licht gebaut und das war dann so, jetzt haben wir wenig Strom und so was alles. Dann müssen wir einen Generator bauen. Um uns einen Generator zu bauen, brauchen wir wieder viel mehr. Ja, viel, viel mehr Kraftstoffteile. So, guck mal, was kann ich jetzt hier machen? Beschreibung mit früher häufiger LKW, der mit dem Belastungsjahr Design. Lässt sich leicht nachbauen und aufrüsten. Herstellen. Ich möchte nicht herstellen, ich möchte gerne einen. Warte mal. Geht nicht anders. Kann doch jetzt nicht sein, oder? Oh, oh, oh. Okay. So. Schöner Feldrucksack. Похоже, Игорь, мы допустили целую кучу ошибок. Ich glaube, ich gehe ganz, ganz kurz. Пересмотреть твой подход. Dinge besorgen. Hör auf zu quatschen, Mann. Oliver, hör auf jetzt. Das hat keinen Zweck mit dir. Ich finde, das sieht so geil aus hier einfach. Das sieht einfach so gut aus. So. Oh, es wird dunkel. Bleib in der Basis und gönn dir Schlaf. Oh! Du kannst die Zone morgen erkunden. Warum morgen? Ich will jetzt los. Überfalltafel. Ja, ich hatte eigentlich vorgehabt. Ja, Oliver hatte nichts gerissen. Der Schlappschwanz. Dieser. Sollen wir 10 Meter nach da laufen? Dann 9 Meter. Was soll die denn sein? Haben wir hier unten irgendwas noch? Wir haben das noch gar nicht richtig erkundet alles, ne? Hier war ja unser Haupteingang. Hier kamen wir her. Ich glaube, da können wir auch gar nicht mehr zurück. Nein, können wir nicht. Und ich muss mich erstmal gewöhnen, dass ich hier mit Softlicht arbeite, ne? Das ist total Wahnsinn. Es blendet auch so ein bisschen tatsächlich. Aber es sieht gut in der Kamera aus, ne? So. Hier komme ich hier durch. Igor Zimmer. Ah, guck mal. Ariadne-Pläne. Was denn das? Ich meine, er hat ja ganz schön viel Kram gebaut, ne? Mit seinem Raumzeit-Kontinuum-Ding. Basen am Tisch? Nicht am Tisch. Ein Server. Das haben wir alles hier, wa? So, ja, schlafen wir. Ruhen wir uns aus. Ich bin wach! Der Schutzraum, morgen! Okay. Ich möchte gerne jetzt einen weiteren Überfall. Hier ist der Ktor! Hey! Das wird schon ein Mikael! Уроды! Это важно, мать вашу! Эй! Алло! У меня уже жопа затекла вас ждать! Это кто? В смысле кто? Ты как вообще, в порядке? Арендодатель твой на связи, идиот! Кстати, как вам там, уютно? Господин Хименюк! Михаил, я тут немного занят. Рад, что тебе все нравится. Надеюсь, оставишь помещение в таком же безупречном состоянии, в котором получил. Тебе очень повезло. Ты в курсе? Ладно, к делу. Антон и Оливер с тобой. Антон и Стоун. Антон. Его убили. А. Жаль. Он был реально хорошим парнем. Возможно, даже слишком. Чувствую, это моя последняя сигарета его добила. Не думаю. Чего тебе, Миша? Мне надо, чтобы ты мне тоже помог и удалил базы данных НАР. И пока ты не начал ныть... Да, я в курсе, что ты не по этим делам. Я тебе расскажу, как это вообще делается. Ach, scheiße. Ich möchte, aber am liebsten möchte ich jetzt meinen... Надо использовать любую возможность. Нагадить нар. Ладно, я в деле. Вот это по-нашему. Ich möchte am liebsten... Отправляйся к зданию в комплексе Дуги. Я буду на связи. Meine kleinen Aufträge machen, damit ich... damit ich erstmal... Слышал твою беседу с Михаилом. Только не говори, что ты и правда пойдешь.
Михаил немного специфический. Но вот идея напакостить нар очень здравая. Так мы выиграем время. Да он настоящий социопат. Ты ему веришь? Нет. Но это не значит, что я не буду иметь с ним дел. Он нужен нам только из-за этого склада. И, честно говоря, сейчас от него больше головной боли, чем пользы. С другой стороны, вдруг что интересное найдешь? Даже не знаю. Оливер, du hast recht. Слишком рискованно. Лучше забудь о нем. Думаю, я все-таки попробую. И посмотрю, как пойдет. Очень не советую. Я таких людей знаю. Он ведет себя так, будто овсянку по утрам кокаином заедает. Спасибо за твои мудрые советы. Но давай пока что свернем дискуссию. Okay. Gut, so, jetzt wollen wir mal gucken. Missionsfernglas. So, ich möchte. Oh. Das Wetter in Tschernobyl ist jeden Tag anders. Regen verschluckt deine Geräusche und Nebel behindert die Sicht deiner Gegner. Das kannst du dann Vorteil nutzen. Beobachte die Sperrzone und passe auf die Ausrüstung gegen. Gut, okay. Was wir aber jetzt wollen, ist das Auge von Moskau. Das wollen wir jetzt nicht machen. In der Basis auch nimm einen Tag zwei, während deine Gefährten Anweisungen ausführen. Nein. Wie kann ich nochmal hochmachen? Achso, okay. Und zwar der rote, diesen Lebensmittelabwurf, den möchte ich gerne jetzt selber starten. Okay, das ist was für uns. Lass uns starten diese Mission. Ah, ich verstehe. Igor muss beim Verlassen Basis Munition. Ja, okay, ich mache das. Wie ging es nochmal? Ah! So, nochmal von vorne. So, und dann gehen wir hoch und dann müssen wir machen die Serie. Info? Nee, nix Info. Nein, nix Info. Alter, wie kann ich denn nochmal rüber switchen? Standort, genau, Standort zuweisen. Das ist Igor. F zuweisen. Okay. Mission starten. Bist du sicher, dass du antreten willst, Mission? Ja, ich will wissen, was Olivier so schwer verletzt hat, dass er diese Mission Lebensmittelbeschaffung nicht erfüllen konnte. Pripyat. Das wäre cool, wenn wir da drin sind, ne? Da sind wir die ganze Zeit, glaube ich, ne? Ja. Jetzt wird Zeit. Ich mochte gerne. So, Roter Wald, Nachmittag. Ach, ist das schon soweit? Ja, Nachmittag. Okay, sind wir da hingeflight. Okay, pass auf, lass uns hier einmal. Denn das Wichtigste sind diese Ausrüstungsgegenstände, die wir erwarten zu finden. So, da haben wir was. Oh! Черт, я не могу пристрелить собаку. Вот не могу, и все тут. Слушай, я понимаю, что это нелегко, но эти животные по-любому умрут. А до этого успеют везде радиацию разнести. Считай это жестом милосердия. Это же просто полная жопа. Кто-то здорово накосячил, и этот кто-то должен за все ответить. Пусть руководство партии занимается этим. У нас есть своя работа. Okay. Ja, die Hunde mussten sich damals erschießen, glaube ich. Ich glaube, Allgemeintiere, weil sie die Art Radioaktivität ja eben halt weiter verbreitet hatten, die durch Tschernobyl eben halt passiert ist. Kann man auch gut in der Serie sehen. Also ich bin nicht ein Mensch, der super geiles Wissen über Tschernobyl hat. Ich weiß eben halt, dass ich damals nicht draußen spielen durfte. Und eben halt durch die Seriendokumentation weiß ich eben halt, was da passiert ist. Aber ich bin jetzt nicht, sag ich so mal, der absolut alles darüber weiß, ne? So ein absoluter Tschernobyl-Fan. Wobei, ich habe auch mal Lust, mal so eine Lost Place-Tour zu machen da tatsächlich. Das reizt mich schon an. Danach suchen wir. Das reizt mich schon so ein bisschen mal an, ne? Da habe ich schon Bock drauf irgendwie. Da, Scheißhaus. Hier ist so eine Scheißhaus. Finde ich da eine kleine Ahnung. Wir sind nicht bei Daisy, ne? Man kann diesen Impuls nicht allzu oft machen, ne? Und man kann absolut überall hinlaufen, oder? Raumpilz, das brauchen wir für unsere Wände. Wäre gut, wenn wir davon noch mehr finden würden. Hier ist ein Rucksack. Was ist das? Nehmen wir alles mit. Da ist noch mehr. Wir stürmen das einfach hin. Aber was könnte ihn denn so verletzt haben, diesen Oliver? Das ist hier die große Frage. Ist doch alles eingezäunt in dem Gebiet. Also überall können wir noch auch nicht hinlaufen. Aber versuchen jeden Schritt einzusammeln hier. Da ist eine Zaun. Was ist das?
Essensration. Da können wir unsere Essensration mit verstärken. Das ist gar nicht immer so schlecht. Gerade in Bezug auf Olivier, da er so verletzt ist. Erstmal tief durchatmen, genau. Spüre, wie sich die Radioaktivität in den Lungen füllt. Schön tief einatmen, ja. Da, das brauchen wir. Was ist das? Ah, guck mal, eine Brücke. Haben wir hier alles gesammelt oder müssen wir einmal den Impuls anwerfen? Da. Die Dinger will ich echt nicht liegen lassen, ne? Weil, wie gesagt, Generator ist auf jeden Fall immer super wichtig. Es wäre doof natürlich, wenn ich permanent einen Generator nachfüllen müsste. Ah, guck mal, das ist doch mal interessant. Aber, hier ist nichts, was wir hier großartig... Da, Baumpilz. Da müssen wir mal gucken nach der Baumpilze. Oh, guck mal, da oben. Das ist natürlich noch sehr viel interessant. Ich denke mal, hier werden wir zum Abschluss unserer Mission nachher kommen, ne? Was ist das? Was ist das da? Alles unter Wasser. Ey, das ist voll die geile Grafik. Ich mag das. Bloß was ich immer habe, ich habe so einen Strich. Wenn ich hier immer so schnell mich bewege, habe ich im Display unten einen Strich. Ah, guck mal. Da ist ein Mann. Was machen wir mit Mann? Können wir machen Mann kaputt von hinten? Okay, da finden wir Pilze und noch anderen Scheißmaterialien. Die Gegner werden nicht angezeigt. Lieber mal die Waffe ausrüsten. Ist eine russische Hubschrauber. Ich versuche mich mal ranzusneaken von den Typen und den Typen ran. Ist niemand irgendwo in der Gegend? Was ist hier los? Sprechen! Ach scheiße, das ist nur so ein Händler. Oh, ich hätte ihn beinahe abgeknallt. Ich hatte so Lust, ihn abzuknallen. Da, ja, kannst du da vorne hin tun. Da, genau. Klasse. Herr Kollege, der ist nicht da, der kriegt mich noch mit. Okay. Noch so eine Vorratskiste. Ich frag mich, was soll denn den Oliver hier... Das ist scheiße langweilig. Frag mich, was soll denn Oliver hier passiert sein? Boah, mein Schott. Ach ja, klar, ich habe ja noch meine Rüstung an. Die muss verbessert werden. Das wäre natürlich... Radioaktivität. Die ist nirgendwo. Wieso kommt denn da die Radioaktivität? Wenn ich hier hingehe, ist sie stark. Und hier ist sie nicht mehr so stark. Guck mal hier, noch mehr so Dinge. Ich will noch ein bisschen was suchen, Leute. Ich quatsch gleich mit dem Vogel. Da oben, ich finde das mal gut, wenn wir da oben mal gucken. La 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 la. Da ist, muss mir hin, muss sein. Sollen wir mal mit dem Typen quatschen, aber was kann er von uns haben? Die wollen ja mal alle nur Munition oder unseren ganz geilen Scheiß, den wir gefunden haben, wegnehmen. Aber ich will nichts abgeben. Ich will alles für mich behalten. Das kann es da. Das ist aber gut, da können wir gleich einen Generator bauen. Elektrikteile. Können wir rein in dieses Haus? Da, dieses Schwimmen unten von der Grafik. Ich weiß nicht, ob es bei jedem so ist. Was ist hier los? Oh, guck mal, was hier alles ist. Oh, eine. Это Козлов, похоже, важная шишка. Wie lese ich das denn? Встретиться с ним и спросить про Татьяну. An General Kozlov, Leiter der Militäroperation, betreff Operation Geisterwelt. Sie erhalten hier mit voller Autorität Professor Semenov bei der Eindämmung der Krise zu unterstützen. Nutzen Sie alle nötigen Mittel anschließend tödlichere Gewalt. Alle militärische Kapazität steht Ihnen zu Ihrer Verfügung. Sie können gerne zusätzlich finanzielle Mittel anfordern, um alle Ausgaben sowie Kosten, mögliche Kollateralschäden abzudecken. Feindliche Elemente müssen um jeden Preis neutralisiert werden. Unsere Hauptanlage muss funktionsfähig bleiben.
Semenovs Forschung zur Chernobylit ist unsere oberste Priorität. Alle weiteren Überlegungen sind zweitrangig. Okay. So haben wir das erfahren, dass hier eine Scheiße abläuft, dass wir Kollateralschaden sind, eventuell sogar. Hm. Ich will das nicht. Oh, Stalter, da waren auch nochmal Items. Was ist das? Ist ja seine Kühlschranke. Nehme ich mit für zu Hause. Okay, waren Elektroteile. Chemie-Dingens. Ah, das ist Motor. Motor kann ich gebrauchen. Gut. Schloss knacken. Ja, da brauchen wir bestimmtes Item für. So, lass uns mal mit diesen Vogelauten quatschen. Mal gucken, was wir besappeln können. Und dann gehen wir mal weiter voran hier. Aber der Bahnhof, der alt, das ist schon cool gemacht hier, ne? So Lost Place-mäßig einfach. Das ist sehr, sehr geil. Komm, atme schön durch. Schön durch Hose atmen. So, Kollege, was ist hier los? Bist du auch Kollateralschaden? Ach, der schon wieder. tausche Rohstoffe gegen Materialien, Munition gegen Ausrüstung. Ich finde Munition gegen Ausrüstung einfach geil. Удалось найти что-нибудь ценное? Взгляни, сынок. Ach, ich bin nicht interessiert. Rohstoffe, was hat er denn für Rohstoffe? Ich möchte Patronen на металлолом. Gewehrmotivation, mechanische Teile. Da, brennbare, das brauchen wir. Schrotpatronen? Ja, danke schön. So. До встречи. Okay. Müssen wir noch mehr finden einfach, ne? So, jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt gehen wir da hin, wo wir hin müssen. Hier gibt es so viele Sachen noch nebenbei. Man kennt das ja schon. Was ist denn hier zum Beispiel? Guck mal. Man sollte schon zusehen, dass man so ein bisschen was mitmacht. Oh, guck. Wir müssen diesen Anti-Chernobylit-Brenner-Dings haben. Das brauchen wir unbedingt, damit diese Scheiße freibrennt. Alter, wer ist er denn? Привет, уважаемый коллега. Ich bin Schlosser. Кое-кого ищу. Такой высокий, сгорбленный мужчина с длинными темными волосами. Может, ты его видел? Умы как-то не довелось. А что такое? Я ищу своего брата, Афанасия. Он недавно исчез без следа. Я уже все тут обыскал. Plauder mit ihm. Tausche Essensration gegen Ressourcen. Tausche Essensration gegen Ausrüstung. Oh, Essensration mag ich so gerne. Ich gehe einfach. Plauder mit ihm. Nein, lass mal. Okay, wir haben auf jeden Fall schon mal... Счастливого пути, друг мой. Ja, danke schön. И возьми вот это. Ah, danke. Как знать, может пригодиться. Okay, er hat Item, der hat uns einen Dietrich mitgegeben. Wir brauchten aber für den Schrank zwei Dietriche. Also sowas finden wir natürlich bei ihm, um natürlich den Schrank aufzumachen, den wir vorhin gesehen haben. Ah, oh, Ben. Nun ist die Frage, was ist das für ein Mann? Oh, der ist böse, der hat eine Waffe. Ja, ich gebe dir gleich Zigarette aus meiner rauchenden Pistole. Soll ich ihn von hinten kalt machen? Scheiße, hinter mir ist auch noch einer. Mach ich das? Lautlos. Stech ihn ab, die Sau. Okay.
Nimm doch die Flinte mit, Alter. Ich check das nicht. So, und jetzt mal ganz kurz. Ich wollte nicht so gerne mit dem Krieg anfangen, aber... Da hinten ist noch einer, siehst du? Pam! Ich will mal lieber nicht sicher gehen, ob das, ist noch mehr böser Menschen. Ah! Ich hab mich gesehen gleich. Ich muss mir jetzt schießen. War wohl doch keiner mehr da, wa? Aber spart natürlich Munition, sollte ich denn eben halt die Leute versuchen, von hinten abzuschlachten, ne? Dann habe ich sauber in die Fresse geschossen. Und dann statt... Gewehrmunition, Mechanikteile. Warum... Alter! Ich hab mit einem Revolver... Das, was ist das denn für ein Revolver, Alter? Ich zauber dir den Kopf ab, Revolver, oder was? Digga. Der hat auch noch Sachen. Man sollte mal ein bisschen besser hingucken. Okay. Hoffentlich sind hier noch mehr Gegner. Auf sowas habe ich echt voll Bock. Ich mag das gerne, Leute töten. Da oben. Hier, da ist was drin. Komm mit rein. Ach komm, hier nicht rein. Ach da, da. Tee wegräumen, ne? Was mit Tee? Nee. Huch. F. Nehmen. Nehmen. Hopp. Schloss knacken. Okay, das macht es automatisch selbstständig bei. Da muss ich nichts großartig bei machen. Ich nehme nochmal Löwenzahn. Wir müssen nochmal gucken, dass wir uns nochmal irgendwie Heilsachen irgendwie zupimpen können. Wir haben da noch einen gesehen, einen Soldaten. Ich glaube, hier wird es gefährlich, wa? Ja, hier steigt aber auch die Gammastrahlen, hätte ich beinahe gesagt. Die auch? Ne, hier kann ich sauber durchlaufen. Okay, gut. Na, wir wollen mal nicht übertreiben jetzt. Wow, hier wird aber ge... Bitte, da muss mir jemand helfen. Wir haben gerettet einen Mann. Alter Schwede, was macht das denn mit den Köpfen? Hast du meinen Revolver gesehen? Der macht die einfach so kaputt. Du bist ein Deserteur? Dann hast du verdient zu sterben. Kann ich nicht schießen? Er ist ein Deserteur. Ich meine, inwieweit vertrauen wir Deserteur? Ich möchte deine Kopf wegschießen. Ah, ich weiß nicht. Ich habe immer so dieses moralische Problem einfach, weißt du? Dieses, er ist ja nur ein Deserteur, wer weiß, wovor er desertiert ist. Ach, das kannst du nicht tun, Alter. Deserteur. Ach. Zum Teufel mit moralischen Problemen. Ach, guck mal, das geht gar nicht. Ну, наверное... Спасибо тебе. От сталкера я, конечно, помощи не ожидал. Ja, Herr Deserteur. Frage nach Tatjana. Verlange eine Belohnung. Frag, warum nicht. Genau, warum wollen Sie sich denn tot sehen? Das ist, glaube ich, erstmal eine sehr, sehr interessante. Warum bist du ein Deserteur? Achso. Nein, mit F. Как тебя угораздило? Я сбежал. Не стал помогать этим мясникам собирать и казнить гражданских. Зону покинуть я не смог. Из-за охраны по периметру. Так что начал потихоньку приторговывать, чтобы выжить. Ну. В общем, мои бывшие товарищи быстро меня нашли. Гриша был моим другом. Хорошим другом, близким. Но бегство он мне простить не смог. Думаю, чувство стыда стало для него просто невыносимым. Я сбежал, а он остался. И сделал то, что сделал. Я погубил нашу дружбу. Поэтому Гриша решил погубить меня. А, das ist aber eine ausgleichende Gerechtigkeit, Kollege Deserteur. Ne? Nein, ist in Ordnung. Du hast dich auf die richtige Seite geschlagen. Habt ihr gesehen, wie ich den mit einem Schuss... weg. Okay. Mit den hier, ne? Mit einem Schuss weg. Okay. Wie sollte ich nochmal diese Suppe bauen? Damit kann ich jetzt Selbstschussanlagen bauen. Werkzeuge. Umgebungsmodifikationen. Wo kann ich denn nochmal die Suppen bauen?
Ich habe das schon wieder vergessen. I? Nein, I war das Item, ne? Karte Fetigkeiten. Fetigkeiten, da, Herstellungsrezepte. Herstellungsrezepte, Industrie, bum, bum, bum. Objekte zum Bauen, Bauwerkzeuge, Waffen, bla, bla, bla. Fallen, blub, 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 Revolver, Kaliberwerkzeuge. Ich wollte an und für sich eigentlich nur eine Suppe kochen. Ich habe es wieder vergessen. Ich glaube, ich werde da nachher nach der Aufnahme mal nachschauen. Ich denke mal, das kriegen wir noch gerade mal so hin, dass wir das hier überleben, denke ich, oder? Okay, da sollen wir hin. Hier haben wir aber noch einen Job. So, aufgemerkt. Dass er die Flinten nicht mitnimmt im Ganzen, ne? Ey, ich stehe mir die Köpfe wegschießen, das ist unglaublich. Okay, er hat noch rumgelabert. Aber guck mal hier. Oh, Alter. Schrei mich doch nicht an, dass ich ein neues Level erreicht habe. Du hast ein neues Level erreicht! Da-da-da-da-da! Alter. Ich kriege ja Angst und Bange. Oh. Hey, was ist hier los, Soldat? Что? Тебе никогда ее не найти. Уходи отсюда. Das ist, geht alles wieder in Ordnung. Das kriegen wir hin mit dem Auge. Das ist alles nicht so schlimm. Okay, wir haben noch Fragezeichen-Dingens. Da haben wir noch viele noch, ne? Warte mal, lass uns mal kurz umgehen und checken. Wir könnten noch so einen Baumpilz nochmal gebrauchen. Warte, hier zum Beispiel. Ja. Alle! Guckt euch das mal an, Alter. Das ist ja voll heftiger Shit hier. Hallo, was ist hier los? Oh, hier geht Treppe runter. Oh. Da müssen wir uns mal so einen Brenner mal herstellen oder so. Ne? Ich denke mal, da kommt man natürlich in zum anderen Orten hin. So, pass auf, ich gehe mal davon aus, dass diese Nahrungsbeschaffungsdings da bewacht sein wird. Aber wir sind ja gut drauf. Wir haben ja einen guten Schuss. Ja, wir machen das schon irgendwie. Irgendwas sagt mir, dass die radioaktiv sind. Ja, hier geht's, hier geht's, hier geht's, hier geht's. Das ist unsere Nahrungskiste. Fest abgeschlossen. Ja. So. Wir kommen wieder zurück. Wie war das? Oh, guck mal da. Wie kamen wir jetzt nochmal wieder zurück zum... Zum Lager. Bla bla, wie war das denn noch gleich? Ich hab das schon wieder vergessen. Ach so, den Dings muss man benutzen, ne? Genau, diesen. Okay. Und schwupp. Weg sind wir. So, meine Knöchchen, das war's wieder für heute. Ich werde jetzt gleich noch in der Zwischenzeit einen Generator bauen und dann werden wir in der nächsten Folge ein bisschen was verändern in unserer Butzele. Das gucken wir dann. War eine tolle Folge. Total interessant, oder? Ich fand's toll. Also, wir sehen uns wieder. Vielen Dank fürs Vorbeischalten und bis zum nächsten Mal. Ciao.